Hey, Schorsch, Leute, willkommen zurück zur Let's Play Resident Evil. Ich habe mich jetzt ein bisschen eingedeckt mit Snuffen Stuff. Um genau zu sein, ich habe mir meinen Granatenwerfer aus der Tasche geholt. Weil ich glaube nicht, dass Richard so die größte Oberpussy ist und durch eine Pullerschlange stirbt. Beziehungsweise, okay, Schlangen, schön und gut. Schlüssel können wir uns jetzt auch in die Tonne treten, weil wir keinen mehr haben. Ernsthaft, der Rüstungsschlüssel hatte eine Verwendung und das war's. Alter, der Schild, ah ja, der Schild, genau. Weißt du, und dann, ne, ja gut. Ja gut. Hier. I have a bad feeling about this. Und ich sag mal so. Eine Schlange kann zwar den Menschen killen ziemlich schnell. Allerdings sind wir hier in einem Haus voller Zombies. Bislang haben versucht, Bienen mich umzubringen. Krähe haben versucht, mich umzubringen. Die Zombies mal ganz zu schweigen. Die Biene war bislang noch fast das Schlimmste. Ach komm, Franz Ferdinand ist doch nett. Was? So habe ich ihn genannt. Franz Ferdinand. Du hast diese Killerbiene benannt? Nein, die Schlange. Gib mir diesen Granatwerfer. I don't trust this shit. Squeak! Well. Sieht ja richtig schön hier drin aus. Oh, lecker. What the fuck? Das Ding hat seine eigene Postleitzahl! Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Geh weg. Husch. Ja, eat garbage. Did I hit you? I think not. Das klang wie ein halber Treffer. Ja. Oh fuck. Oh snap. Kann ich sehen. Jetzt zeige ich, wie schlangenhaft ich wirklich bin. Oh shit, leer. Oh fuck. Das macht böse Klick-Klick. Die Musik ist allerdings weg. Ein Schuss! And you sliver away. Ach, guck mal, die letzte Maske. Aber ich kann die noch mehr tragen. Weinfässer. Ja, schön. Jetzt ein Schluck. Ja, super. Jetzt muss ich einmal komplett zurücklatschen. Und meine Zeug wegpacken. Ja. Ja, ich bin auch gesund, deswegen werde ich das hier nicht verwenden. Ein Schuss hat das Scheißvieh noch gebraucht. Bevor es sich gedacht hat, ich beiß ins Gras. Ja, okay. Frederico oder wie du heißt? Franz Ferdinand. Du doch, der doch nicht. Ich meine, der Typ, den das Ding umgebracht hat. Dieser Omnibus. Ach so. Dieser Omnibus von der Schlange. Backtracking, here we go. Eine Kiste wäre nice, aber die habe ich nicht. Das heißt, ich habe alle Masken. Wow. Cool, das heißt, ich kann jetzt absolut in die Gruft und die Pillarman beschwören. Eieieie! Wunderbar. Ich komme einfach nicht drum rum. Ich kann nicht Steinmasken benennen und, ne. I just can't. My body don't work like that. Das sind Jojo-Referenzen, die darauf warten zu passieren. Gut, es hat mich jetzt natürlich eine ganze Ladung Granaten gekostet. Aber Mensch. Ja, Mensch. Gewehrmunition, beziehungsweise ich lade das Ding mal nach, wo wir gerade dabei sind.
Da haben wir noch 8 Schuss jetzt über. Volles Magazin und 8 über. Ja, klingt nice. Okay. Das Ding packen wir auch mal weg, weil wir gleich sowieso ja die ganzen Masken brauchen. Ich nehme jetzt einfach mal alle mit, dann können wir die da gleich hinschleppen. Sparen wir uns einen Weg. Ich wollte schon immer mal meinen eigenen Pillermann haben. Nee, nicht Pullermann, that's something different. Guckt Jojo, das ist, das wird euch dann eine Menge erklären. Eieieie! Oh, Nachtara, das sind die Fragen, die Menschen wirklich interessieren. Aber nie eine Antwort kommen wird. Um genau zu sein, ja. Ja, es sind 4 Masken. Eine habe ich ja schon da reingedrückt, wo es hin muss. Eine ist jetzt, die holen wir jetzt, die letzte. Und die letzten beiden habe ich ja jetzt gerade geholt. Dann hat sich schon mal der Plotpoint hier quasi in Luft aufgelöst. Zumindest nahezu. Bin ich ja mal gespannt. Es gab dann ja noch ein anderes, einen anderen Ort. Todesmaske. Das sind alle. Da haben wir alle Masken. Irgendwo war das doch. Warte mal. Nee, der Ort war das nicht. Hier, da im Erdgeschoss, da oben. Da gibt das noch einen Weg, der irgendwas mit diesem Fluch zu tun hat. Aber das werden wir jetzt ja gleich rauskriegen, nicht? We gonna find out. Looks like we gonna find out. We go in and find out. Okay. So, ab in den Garten. Ab in den Garten und, ne? Antike Menschen beschwören. Die nach irgendwelchen Rockbands benannt wurden. Was nur keiner versteht, weil die Originalübersetzung scheiße ist und man sich dachte, boah, wir dürfen den Kerl aber nicht AC/DC nennen, also nennen wir ihn Eshi Deshi. Was total retarded klingt, wenn man mal so drüber nachdenkt. Nee. Oh yeah, okay. Ja, soweit sind wir hier aber auch. Ja gut, ich könnte noch grüne Kräuter abgreifen, aber jetzt gerade bin ich eigentlich okay. Moment mal, da unten ist noch ein Weg. Ich hätte sowieso keinen Schlüssel, also fuck it. Prrr. Das ist aber auch, ne? Das ist mal ein Ort hier. So, was will mich jetzt anspringen und umbringen? Ich will nur die Gruft besuchen. Alles cool. Warte mal. Oh! Oh, das hole ich mir gleich noch ab. Ihr habt doch gerade gesehen, dass da was rumwabert. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Weißt du ja, diesen Raum hier habe ich mit als allererstes gefunden, sag ich mal. Oder relativ früh, to be honest. Statue, Loch anstelle seiner Augen. Das scheinbar ist die hier. Ja! Okay, da pimmelt jetzt einfach ein Sarg rum. That's just dandy. Stammlöcher, Stelle von Augen, Nase und Mund. Was ist die hier dann? Nee, da fehlt nur die Nase. Der hat nur, das ist eine Michael Jackson Maske. Ohne alles, ja. Einmal ohne alles, bitte. Ih, Goopy. Ja, und laut Adam Riese. Bad. Achso. Hä? Achso. Bin ich jetzt super retarded? Da ist doch das Scheißding. Geht doch. Meine Güte. Plonk. I don't trust this shit. Da lag noch was anderes auf dem Boden.
Oh. Oh, hi. Das ist ein Crimson Head. Scheiße, scheiße, scheiße. Alter, wie soll man Crimson Heads so besiegen? Die sind ja einfach 10.000 Mal schneller. I'm dead, right? Oh, come on. Ja, I'm gonna die here. Oh, mein Gott. Ach, ja. Ach, komm. Was ist das denn für eine Falle hier? Ach, Mann. Jetzt muss ich den Bossfight nochmal machen, ne? Jetzt muss ich den fucking Bossfight nochmal machen, ne? Wegen so einer fucking Falle. Ey, das ist ja wohl. Hängt es sich jetzt wieder bei 79% auf? So wie es jetzt heute schon den ganzen Tag macht? Oh mein Gott. Ich pause die Folge mal, das, ja, Sekunde. So! Back into business! Mein Crimson-Headiger, nicht so gut rasierter Freund. I will fuck you up. I will fuck. Stehst du wieder auf? Du hast daneben geschossen, Jill. Oh! Wer wird denn gleich. Hier liegt hier sogar Shotgun-Munition. Hier liegt sogar Shotgun-Munition. Wow. Ein Schalter drücken. Hier ist etwas. Stein- und Metallobjekt? Ah ja, stimmt. Auge um Auge, Zahn und Zahn. Ja, jetzt verstehe ich auch, woher das kam. You fucking asshole. Ich sag dir, ne? Blöder Wichser. Wisst ihr, er hält sich immer für ganz toll, aber das ist er nicht. Der soll mal einen Rasierer, braucht er mal. Das nächste Mal, wenn ich hier runterkomme, bringe ich dem fucking Gillette mit und dann ist gut. So. Save Point. Ich traue dem Spiel jetzt nicht mehr. Ich vertraue dem Spiel gerade nicht mehr. Deswegen gehe ich jetzt hier durch. So. Alter. Weißt du, kaum hast du eine Shotgun. Was willst du denn jetzt? Ich schwöre dir, ich habe eine Shotgun. Ich habe keine Angst, sie zu benutzen. Genau, da nach oben müsste ich. Das wäre der nächste Weg. Och, wirklich? Wirklich, Kind? Okay, ihr habt es ja nicht anders gewollt. Das war eine scheiß Idee. Okay, du stehst eh wieder auf. Ja, Mensch. Fuck, das heißt, aus dem einen könnte jetzt ein fucking Crimson Head werden. Das habe ich jetzt nicht überlegt. Das habe ich nicht ganz durchdacht. Fuck. Fuck. Vielleicht steht er wieder auf. Das glaube ich zwar gerade selber nicht. Okay. Komm, pack wieder weg. Ich hoffe einfach, dass das jetzt kein Fehler war. Das Windwappen haben wir auch noch. Aber ich schätze mal, wir brauchen erstmal nur das hier, oder? Lass mich mal gucken. Prüfen. Irgendwo hat er hier eingraviert. Ich erinnere mich halt nur an diesen einen Raum. An diesen einen Raum da oben. Wo wir jetzt wahrscheinlich durch können. Probably. Keine Ahnung, wo das hinführt, aber... Ich schätze mal, wir werden es rauskriegen, ey.
Ich meine, wir haben bislang immer noch keinen Strom. Also, nur mal noch nebenbei. Ich will aber speichern, das ist mir scheißegal gerade, ob mir eigentlich die Farbbänder ausgehen oder nicht. Das ist mir gerade relativ wumpe. Das sind meine Farbbänder. Da. 4 Stück habe ich noch. Vielleicht finde ich ja bald wieder welche. Ich hoffe es einfach. Ich bin ein bisschen zu safe-freudig, aber... Ja. Jesus, ich meine... Benimm dich wie ein Arschloch, Crimson. Fuck, fuck, und ich knall dir eine Shotgun in den Kopf. So viel ist man sicher. So, gut. Back to business. Jetzt gehen wir da nämlich hoch. In der Hoffnung, dass der eine nicht unbedingt diskutieren mag. Türgriff ge... Are you fucking serious? Jetzt soll ich komplett außenrum... Oh, are you fucking serious? Türgriff ist kaputt. Sie können nicht durchgehen. Fucking piss me off, why don't you? Wie ist jetzt der schnellste Weg? Hauptraum und dann, ja. Vom Hauptraum und dann, urk, unten ganz lang. Wieso bricht er dein Türgriff ab? Lass die Tür fucking offen! Alter! Jetzt muss ich auch noch einen längeren Weg an diesen beiden Dumpfbödeln vorbei. Das wäre ja noch witziger. Ah, gut. Let me think. Let me stink. Wieso ist da ganz unten... Das geht mir die ganze Zeit schon nicht aus dem Kopf. Wieso ist da unten eine dunkle, eine rote Tür? Da war eine Tür? Hier unten? Ich bin hier mal... Das ist der Aufzug, right? Was war auf der anderen Seite sein mag. Oh, shit. Warte mal, brauche ich... Moment mal. Ich kann das Ding wieder rausnehmen. Ich brauche es wahrscheinlich da oben. Ja gut, aber erstmal müssen wir jetzt... Denke ich mal... Oh mein Gott. Einmal komplett außenrum. Ja, ich bin froh, dass du da bleibst, wo du bleiben sollst. Ja, da müssen wir komplett rum und ich glaube, da waren auch wieder Leute. Oh, Saigon. Ich, Don't get your hopes up. Ist hier irgendwas? Nö. Ich rede mir mal gern ein, das war so eine ein-, zweimalige Sache und das war's. Von daher, eher. Oh weh, ich brauch dieses scheiß Windding jetzt. Hier waren auch... Ja, genau. Scheiß Arsch! Geh weg! Nerv. Wow, hier sind ein paar mehr. Dodgy! Dodgy! Hier richtig? Ja, okay. Okay. Jetzt sind wir wieder in dem Raum. Wunderbar. Dauert ja nur ewig, bis wir hier irgendwie wieder in die Haupthalle kommen. Beziehungsweise hier ist ein... One-Way-Ticket. Du Pissbirne! Du stehst hier echt scheiße. Bin ich echt schon wieder halb tot? Ich bin echt schon wieder auf Warnung, Alter. Klasse, und hier pimmelt irgendwo ein Hund rum? Am I right? Was ist angeschrieben? Der Schänder des verfluchten Sarges. Ja Mensch, da habe ich doch was. Klink.
Und die Tür ist offen, meine Freunde. Was bringt uns hinter dieser Tür um? Erste-Hilfe-Spray. Und ich kann nicht ran. Doch. Und ein Batteriepack. Oh. Diverse Gefäße. Die Gefäße sind mir scheißegal. Nimm dir es für. Doch nicht durch die. Da ist eine Tür! Geh zurück! Du Nuss, du! Ich wollte das Erste-Hilfe-Spray, nicht durch die Tür. Oh, yes, please. Ich habe die Tür da gar nicht gesehen. Oh, geil, Shotgun-Munition. Wird ja immer humaner hier. Hier ist noch eine Tür. Es gibt zwei Wege. Beide führen sie raus. Und erstmal haue ich mir das Ding in Rachen. Ich habe ein Taser-Pack. Niemand legt sich mit mir an. Wow. Wow, das sind ein paar viele. Get tasered. Och ja, lass mich. Lass mich doch, du Vieh. Oh, Hunde. Alter, ihr seid das Nervigste überhaupt. So, Ruhe ist jetzt. Alter, ihr habt mich fast schon wieder runtergebracht. Ihr blöden Mistviecher. Ist das ein rotes direkt an... Nee, das ist ein... Ein blaues. Das sieht mal ungesund aus. Innenhof. Ein fucking Innenhof. Ja, das hat mir gerade noch gefehlt. Es fließt kein Wasser. Das hat mir ja gerade noch gefehlt. Noch ein Tor. Ja, das ist, was wir brauchen. Noch mehr. Oh Gott. Oh Gott, das geht ja hier noch überall weiter. Aber das beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Leute.